Hey, du hast dieses Video eingeschaltet. Aber nicht nur hier gibt es coolen Content, sondern auch hier, bei State Zockt oder hier, beim zweitklassigen Reaktionkanal, mit nicht so zweitklassigen Reaktionen, aber die hier nicht draufpassen. Und hier unten, unser Nachrichtenportal von Meinungsmacher. Da gibt's Nachrichten, einmal die Woche am Samstag. Und jetzt weiter mit dem Video. Duggy Bee zockt ab, wird verklagt und verliert. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Stress mit Duggy Bee. Genau das ist das, was ich jetzt brauche. Heute geht es um Millionen Spotify-Streams, Gerichtsurteile und Duggy Bee. Heute wird's freudig. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn YouTuber Business machen, schauen wir natürlich immer genau hin, weil wir einfach interessiert sind. Ne? Ja. So wie auch damals, als Dagi Bee verkündet hat, dass sie ein Musiklabel gründen wird. Geil. Was? Ein <laughs> Label? Das Ganze war die 23 Hours GmbH. Das war ein Label- und Künstlermanagement und das wurde von Dagi B zusammen mit ihrem Ehemann Eugen gegründet. Mit dabei war auch als Geschäftsführer Pascal Schwintek, der ist aber seit dem 01.03.2022 nicht mehr dabei. Und viele hatten sich damals gewundert: ey, Musik, Dagi B passt das, aber ihr Freund Eugen kam ja eigentlich ursprünglich aus dem Musikbereich, hat damals Musikvideos gedreht, war bei Banger Musik, also dem Label von Farid Bang? Und Farid Bang und ist. Musik, Musikdinger? Ist dann selbstständig damit geworden. Offensichtlich hat YouTubes Power Couple gesagt: Musik, das is ist before! Und offensichtlich. <laughs> oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt schon. Äh da muss man sagen: Das war ganz schön musikalisch, Digga. Hat das auch funktioniert? Es waren Künstler da, die durchaus erfolgreich waren. Georgie Keller, Dali, ja. Equal, oder. Was? Oder Liase, keine Ahnung, Was sind das alles für Leute, Digga? Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der hat mit Paradise einen Song, der hat über 100 Millionen Spotify-Plays. Und dann war da noch Art, der wahrscheinlich größte Künstler dieses Labels. Art. Der hatte mit dem Hit Belgisches Viertel, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Song des Labels, über 113 Millionen Plays auf Spotify. Und genau der Künstler hm, Art war es auch, der in den letzten anderthalb Jahren so viel Stress mit Dagi und vor allen Dingen Eugen hatte, dass er gegen sein eigenes Label vor Gericht gezogen ist. Also man muss schon sagen, als Künstler geht es ja viel um Kredibilität. Deswegen kannst du nicht in einem Label sein, was von Dagi B, äh, gegründet wird. Weil dann das, also, Mashallah, du Digga, du kannst dich auf der Straße nicht sehen lassen, wenn du zum Kebab holen gehst. Das ist ja, das geht ja nicht. Das geht ja einfach nicht. Das ist nicht, das ist Hallo? das ist ja als äh, sprachkünstler schon ne so keine ahnung deine platten drückt druck, jemand der beauty youtube videos aufnimmt da kannst du aber auch komplett weggehen ne dein ar gehalt geht in äh, in luxusreisen vlogs rein Digga, da würde ich aber da würde ich aber diss songs über diss songs rausdrücken da hast du schneller einen diss track an der backe als dir als als Schindy mal wieder ein beef mit farid und kollega hat da geht's wirklich an an auf Small, Digga. Aber was ist jetzt genau passiert? Das ganze Thema ist schon im Dezember 23 passiert, ist aber jetzt eigentlich erst an die Öffentlichkeit gekommen. Und Art hatte dazu auf seinem Instagram-Account ein Statement veröffentlicht: Statement. Nein. Statement. Nach heftigen Vorfällen habe ich im Herbst 23 eine einstweilige Verfügung gegen mein früheres Label 23 Hours erwirkt. Das sind meine Manager übrigens. <laughs> Diese wurde kurz vor Weihnachten vom Landgericht Köln auch nochmal per Urteil bestätigt. Deshalb will ich nun endlich meinen Fans offiziell mitteilen. Ich habe mich schon Ende 22 von 23 Hours getrennt. Die zurückliegenden anderthalb Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Wen es genauer interessiert, was passiert ist, Landgericht Köln, Aktenzeichen 14O35423. Und genau das. Habe ich einfach mal getan. Und Ab ins Landgericht. Nachgeguckt. Ja, bereits am 29.09.23 hatte Art eine einstweilige Verfügung gegen sein Label bewirkt. Das Ganze wurde dann am 21. Dezember nochmal bestätigt. Und dann kann man genau nachlesen, worum es eigentlich geht. Und da wird es echt richtig schmutzig. Alter, was ist denn. Was kann denn. Also. Ach du meine Güte. Am 3. März 2022 gab es zum Beispiel einen Termin in einem Autohaus. Damit das Ganze hier nicht zu langweilig und in juristischer Sprache dargestellt wird, spiele ich euch das einfach in einem sympathischen Rollenspiel einfach mal vor. Übrigens ist sehr oft in dem Urteil von Geschäftsführer T die Rede. Damit ist dann natürlich Eugen, also Douglas Ehemann, gemeint, der das Ganze leitet. Und es passiert wie folgt. Hey Art, cool, dass du da bist. Guck mal hier, ein Auto für dich. Oh wow, auf dem Auto ist sogar eine große rote Schleife. Das sieht ja aus wie ein Geschenk. Bestimmt ist der Wagen für mich kostenlos. Nein, der Wagen ist nur geleased und wir stellen dir die Leasingrate in Rechnung und ziehen die von deiner Kohle ab. Das ist ja übel frech. Oh mein Gott. Chat, ich möchte euch vorstellen. Nein, ich mache das jetzt, ich mach's jetzt einfach auch. Was Dagi Bee kann, kann ich auch. Chat, das ist eine Founders Edition von Envil, wie man sehen kann. Und Envil ist meine Firma. Ich bin ein Firmamitglied, da könnt ihr eine Tastatur erwerben. Und ich möchte euch hier jetzt diese Tastatur schenken, indem ihr sie kauft. Ihr könnt also bei der Firma unten unter dem Stream, bei der Firma oder Ausrufezeichen Tastatur, könnt ihr die Tastatur von der, Fir oh, Entschuldigung. Von der Firma kaufen. Es gibt noch keine eigene Maus dazu, aber ich benutze eine rosane Maus von Logitech, die ist schön. 75% aus Good Old Germany. Wie klingt die Tastatur? Hier eine kleine Kostprobe. Wir hören mal rein. Wenn ihr selber noch nicht wisst, aber ich freue mich ja sehr über die geschenkte Tastatur, aber ich weiß nicht, welche Switches ich nehmen soll. Dann gibt es auf der Anvil-Seite einen Switch-Tester. Und da sind dann alle Switches drinne, die man benutzen kann. Dann kann man gucken, welche Switches gut sind. Und wenn man sich für eine Tastatur entscheidet, werden diese 5,99 an die Tastatur angerechnet. zahlt es dann weniger, weil du ausprobieren musstest. Kauf die Tastaturen. Oder die, testet die Tastaturen. Das ist meine Firma. Meine Firma. Schön. wo war ich stehen geblieben? Achso. Oh cool! Ein Geschenk, was ich mir nicht selber ausgesucht habe und was ich selber bezahlen muss. Gut. Schön. Ich sehe außerdem, ich habe den Wagen bis zum 3. Oktober 22. Okay. <laughs> Steht so im Urteil. Hallo, ich bin Eugen, der Geschäftsführer. Wenn das Auto nicht bis zum 27.09. um 13 Uhr da ist, dann melde ich das Auto gestohlen bei der Polizei. Hä? Hä? <laughs> Und dann ist es wirklich passiert, dass um 12.02 Uhr. Eine Strafanzeige gestellt wurde wegen Unterschlagung eines KFZs und Art als tatverdächtige Person angegeben wurde. Diese Anzeige wurde gestellt vom Geschäftsführer, also von Eugen. Art hat das Auto dann drei Tage später, also noch innerhalb der Leasingfrist, zurückgegeben und dann wurde diese Anzeige wieder eingestellt. Jesus Christ. Mein Gott. Und dann ging es weiter. Am 31.05.2022 wurde Art gefragt, ob er mit einer Firma zusammen eine Kooperation machen möchte. Das sieht doch interessant aus. Ich wäre dabei. Ich würde gerne 11.000 Euro dafür nehmen. Ich bin Eugen der Geschäftsführer. Ich wäre auch gerne dabei. Machen wir einen Kombipreis für 22.000 Euro für beide. Daraufhin hat Art dann einen Vertrag für diese Kooperation bekommen, ja, mit offiziellem Logo dieser Firma, die dann beworben werden sollte und allem. Und laut diesem Vertrag wurde die Kooperationsfirma von Eugen vertreten. Plötzlich standen aber nicht mehr 11.000 Euro Gage in diesem Vertrag, sondern nur 3.000 Euro. Oh mein Gott, Digga, haben die nass gemacht. Und von diesen 3.000 Euro musste er. 20% Vermittlungspauschale ans Label zahlen. Also nochmal 600 Euro. Oh, geil. Die haben also eine richtige Betrugsagentur aufgemacht. So werden aus 11.000 plötzlich nur noch 2.400 Euro. Gut, kann passieren, würdet ihr euch vielleicht denken. Dachte sich das Gericht auch und hat diese Kooperationsfirma einfach mal angeschrieben deswegen. Und die Firma hat gesagt. Nee, also, also der Vertrag, der ist gar nicht von uns. Der, der ist, glaube ich, gefälscht. Jesus Christ. <laughs> und der Eugen, der darf auch gar nicht in unserem Namen einen Vertrag abschließen und unser Logo benutzen. Ja, hat er aber. Was ist denn da los, ey? Ja. Das heißt, er hat einen Vertrag mit denen gemacht über, weiß das wie viel, 1000 Euro. Hat den Vertrag gefälscht, das dem, das dem Talent gegeben, damit er die Kohle behalten kann. Fucking Betrüger, Digga. Eins Trick, wie man mehr Geld verdient: Vertrag fälschen einfach. <laughs> Mitte September 22 hat Art dann gesagt, ey, komm, ganz ehrlich, mir reicht's, ich möchte raus. Ich mich Und dann hat an. er Eugen eine Nachricht geschrieben, dass er gerne aus dem Vertrag früher raus möchte. Was hat sich Eugen also gedacht? Hat er sich gedacht, ey, ich könnte ihn einfach rauslassen, wir können uns nochmal zusammensetzen. Oder ich schreibe an einige Leute aus der Branche... Eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Oh mein Gott, no way. Wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, distanzieren wir uns von den Handlungen und der Person V. Leider ist es in den letzten Monaten uns nicht möglich gewesen, mit Alter. ihm normal zu sprechen und wir wurden informiert, dass er jetzt ein neues Team-Management hat. Wir als Label werden weiterhin uns um seine Musik kümmern, solange die Verträge noch laufen. Wir alle sind leider maßlos enttäuscht, dass man so undankbar sein kann. Alle die Extrameilen, die wir auch mit euch zusammengegangen sind, wurden anscheinend nicht so wertgeschätzt. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diese sehr vertraute und intime Information mit den wichtigsten Menschen zu teilen, mit denen wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Boah, ist das, ist das hinterhältig, Alter! Entschuldige, dass ich keine schöne Nachricht an einem Sonntag senden kann, aber wir schauen auf die positive Zukunft und werden alle das nicht emotionalisieren. Ja. Wenn du einfach nicht möchtest, dass dein Künstler, der geht, irgendwie nochmal einen Job in dieser Branche bekommt, ne? Ja, schade, dass wir keine besseren Nachrichten an einem Sonntag haben, ne? Mh, Diskreditierung hm. von ehemaligen Künstlern in Mails an andere. Schön, einfach schön. Ja, er ist raus aus dem Vertrag. Es gab aber noch ein Hin und Her. Es war ja eine Menge Kohle im Spiel. Wie ist das mit der Musik? Es ging vor allen Dingen auch um ein paar Songs, die immer noch da waren, die noch nicht veröffentlicht wurden und die damals entstanden sind, als beide noch zusammengearbeitet haben. Und 23 Hours hat diese fünf oder sechs Songs, um die es da ging, am 1.9.23 ohne Zustimmung einfach so auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht. Ach du Scheiße. What the fuck? Ja, äh, genauso macht man das nämlich dann mit Künstlern, die man nicht mehr mag. Das ist die äh, feine englische Art. Die Begründung des Labels vor Gericht, dass sie das machen durften, war nämlich, äh, ja damals hat er die Songs in einem WhatsApp-Chat mit einem grünen oder gelben Symbol versehen. Äh, und, und obwohl die Songs nicht fertig waren oder schon gemastert oder er sonst irgendwas zur Veröffentlichung gesagt hat, äh, hieß das, dass wir die veröffentlichen dürfen. Ja, weil, weil sie jetzt so persönlich nicht, hat Art jetzt auch nicht so gesehen und eine einstweilige Verfügung gegen sein ehemaliges Label bewirkt. Und das Gericht hat das genauso gesehen und das erstmal so veranlasst. <laughs> Darin wurde beschlossen, dass 23 Hours diese Songs nicht veröffentlichen darf, sonst drohen bis zu sechs Monate. Ordnungshaft oder, oder eine Strafe bis 250.000 Euro ja. oder wenn man die nicht bezahlen kann ordnungshaft. ordnungshaft ja Uff Was ein Stress Was ein hin und her für einen Künstler wahrscheinlich ziemlich Sch wenn man eigentlich Kunst machen möchte und gar nicht mal so nett von Leuten wo man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte Als ich gucken wollte was Dagi B dazu sagt habe ich gesehen dass sie in letzter Zeit eine Social Media Pause gemacht hat wegen sich anbahnendem Burnout Vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen Ja <laughs> stimmt Oh Gott, wir hatten so viel Stress mit jemandem, den wir abziehen wollten. Ich mache jetzt mal Pause, Digga. Ist auf jeden Fall ziemlich viel Kopfschmerz, wenn dein Label plötzlich irgendwie verklagt wird. Braucht man sich aber vielleicht auch nicht wundern bei solchen Sachen. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass Dagi Bee seit dem 25. Januar dieses Jahres nicht mehr Geschäftsführerin bei diesem Label ist. Das Ganze macht jetzt nur noch Eugen alleine. Als diese ganzen Sachen passiert sind, war sie aber mit Eugen zusammen Geschäftsführer. Oder Geschäftsführerin oder wie man gendert bei zwei Personen halt. Und ich verstehe das nicht. Also das ist mit Sicherheit kein Einzelfall in dieser Musikbranche. Und ich habe das im Social Media Bereich auch schon oft mitbekommen, dass junge, unerfahrene Creator von ihren Managements komplett über den Tisch gezogen werden. Weil da halt viel Geld liegt und wenn man es sich nehmen kann, machen das manche Leute. Aber dass Leute wie Dagi und Eugen die ja jahrelang ebenfalls Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben. Genau, die bei selber bei, wahrscheinlich bei Künstlermanagements angestellt, äh, also äh, verwaltet worden, ja. So mit ihren Creatoren umgehen, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, an der sein. Stelle Props an Art, der sich das nicht gefallen ließ und dagegen vor Gericht gegangen ist. Gibt viele, die einfach in den sauren Apfel gebissen haben und gesagt haben: komm, schau drauf weiter geht's, ich gehe woanders hin. Ich glaube aber, dass man so nicht dafür sorgt, dass deine Creator besonders glücklich sind und lange bei dir bleiben wollen. Aber hey, was weiß ich schon, ne? Oder was wisst ihr? Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und falls ihr einen Künstlervertrag braucht, meldet euch einfach bei mir. Ich mache dann auch einfach ein Label auf. Das war's von mir. Ich gehe jetzt ein bisschen belgisches Viertel hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier ist der Link zu diesem Video. Grüße gehen raus an Klingan Mengan.